Höre, glaube und lebe durch das inspirierte Wort Gottes. Herzlich willkommen zur täglichen Andacht aus Maranatha, einem Andachtsbuch von Ellen G. White. Ein zuverlässiger Maßstab, 27. März. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Epheser 6, Vers 11. Bei jeder Erweckung im Werk Gottes wird der Fürst des Bösen zu noch intensiverer Aktivität aufgeschreckt. Jetzt setzt er seine äußersten Kräfte ein, um einen letzten Kampf gegen Christus und seine Nachfolger zu führen. Die letzte große Täuschung wird sich uns bald eröffnen. Der Antichrist wird vor unseren Augen seine Wunder vollbringen. Die Fälschung wird im Original so täuschend ähnlich sein, dass es unmöglich sein wird, die beiden voneinander zu unterscheiden, wenn man nicht die Heilige Schrift zu Rate zieht. Jede Aussage und jedes Wunder muss am Zeugnis der Bibel geprüft werden. Nur solche, die ihr Denken und Gemüt mit den Wahrheiten der Bibel gewappnet haben, werden den letzten großen Konflikt durchstehen. Jeder Mensch wird vor die Prüfungsfrage gestellt: Soll ich Gott gehorchen oder den Menschen? Die entscheidende Stunde steht unmittelbar bevor. Stehen wir fest auf dem Felsen des unveränderlichen Gotteswortes? Sind wir vorbereitet, standhaft zu bleiben und die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus zu verteidigen? Es ist die erste und höchste Pflicht jedes denkenden Wesens, aus der Schrift zu erfahren, was Wahrheit ist, und dann im Licht zu wandeln und andere zu ermutigen, seinem Beispiel zu folgen. Wir sollten jeden Tag eifrig in der Bibel forschen, jeden Gedanken erwägen und überdenken und die Schriftstellen miteinander vergleichen. Mit göttlicher Hilfe sollen wir uns selbst unsere Meinungen bilden, da wir uns vor Gott selber zu verantworten haben. Jesus versprach seinen Jüngern: Der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Johannes 14, Vers 26. Doch muss das, was Jesus gelehrt hat, zuerst im Gedächtnis eingespeichert worden sein, damit es uns der Geist Gottes in der Zeit der Gefahr wieder in Erinnerung rufen kann. Wenn die Prüfungszeit kommt, werden diejenigen offenbar werden, die Gottes Wort zu ihrer Lebensregel erhoben haben. Sobald Verfolgungen aufkommen, werden die Halbherzigen und die Heuchler schwankend und lassen ihren Glauben fahren. Doch der wahre Christ wird fest bleiben, wie ein Fels, mit stärkerem Glauben, mit hellerer Hoffnung, als in Zeiten, wo es ihm gut ging. Amen. Der Herr segne und behüte dich und gebe dir seinen Frieden. Bis zum nächsten Mal zur Andacht mit dem Thema Die Bibel, unser Schutz. Am 28. März.